Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf Valguero. Eigentlich bei meinem Bauprojekt. Eigentlich, weil ich habe hier, glaube ich, ein großes Problem. Ich habe ja hier ohne Probleme so weit bauen können beim letzten Mal. Und jetzt habe ich gedacht, mein kleines Behelfshütchen da vorne ist ja eigentlich mittlerweile überflüssig. Ich könnte ja jetzt mal hier drin so ein Masonry-Table bauen und alles hier rüber verlagern. Und ihr seht schon, ich kann hier drin anscheinend nichts setzen. Das ist, ich nenne das einfach mal suboptimal. Mir fallen noch ein paar andere Wörter dazu ein, aber die sage ich jetzt mal nicht. Ja, ich kann da drin nichts bauen. Und ich habe versucht, was herauszufinden. Ich habe ein bisschen recherchiert und nichts gefunden. Kein Weg. Das gleiche gilt übrigens auch für Futtertröge. Ich kann hier... Ab hier kann ich nichts mehr bauen. Und hier drüben geht das so lange, bis tatsächlich ziemlich genau hier, bis meine Wand hier zu Ende ist. Da, wo der Futtertrog jetzt steht, da konnte ich ihn gerade so setzen. Ein Zentimeter dahinter, quasi, geht schon wieder nicht mehr. Es liegt nicht an der Wand, sondern weil es da einfach nicht mehr geht. Wenn irgendjemand weiß, was ich auf dem Server umstellen muss, damit das funktioniert, ich wäre euch verdammt dankbar. Wenn nicht, dann werde ich mir tatsächlich einen anderen Bauplatz suchen müssen. Weil es gibt mehrere mit dem Problem. Und es hat bisher anscheinend noch niemand wirklich lösen können. Zumindest nicht von denen, die ich halt gefunden habe. Ja, und eigentlich wollte ich heute mit euch bauen. Also ich wollte an meiner Basis bauen und ja, das hat sich für heute dann erstmal erledigt. Ich hoffe ja sehr, dass vielleicht irgendwer zuguckt, der das lösen kann. Der mir sagen kann, was ich umstellen muss, damit das wieder funktioniert. Und dann habe ich gedacht, dann werde ich jetzt stattdessen... Was ist das denn da? Das ist so eine... Noch eine andere Ruine. Ach, cool. Da kann ich noch vorne. Ist auch cool. Könnte man auch gut, gut nutzen, um drin zu bauen, theoretisch. Aber nicht, dass es da dann dasselbe Problem gibt. ja. Ich habe mir dann gedacht, ich nutze die Zeit einfach nochmal und werde noch ein wenig Fleisch farmen für unsere Hai-Babys. Eigentlich sind die ja jugendlich. Eigentlich. So viel eigentlich sollte, ne? Ich sollte diese Folge eigentlich nennen. Vielleicht mache ich das sogar. Wir hatten ja 3 Hai-Babys. Einmal Zwillinge und einmal noch eins extra. Und möglicherweise haben die und ich vergessen, das Fahren auszustellen. Und da sind heute noch 2 Hai-Babys geschlüpft. Und das eine war ein hohes Männchen. Deswegen habe ich gedacht, behalte ich das. Und das andere war ein Weibchen, das aber schwarz-rot geworden ist. Und das mochte ich irgendwie nicht. Huch. Tja, was hast du dir so gedacht, ne? Ja, das fand ich irgendwie cool. Zumindest ein wenig hübscher als dieses lachsfarbene Etwas vom letzten Mal. Sodass ich gedacht habe, ich behalte die jetzt einfach mal. Und wenn ich sowieso gleich noch ein bisschen Fleisch holen möchte, dann dachte ich, kann ich da auf einem Weg machen oder verbinden, indem ich auch nochmal zum Operation-Gebiet runtergehe und mir ein Dino-Ei nochmal mopse von den Aberrant-Dinos, wenn sie denn das bauen. Dabei fällt mir gerade ein, ich habe eigentlich überlegt, dass ich dann mit dem Alu hingehe, aber ich glaube, mit dem Alu komme ich da gar nicht wieder hoch. Muss ich mal gucken, ob ich da einen Weg finde. Und mit dem Dino habe ich, glaube ich, ein bisschen Schiss alleine. Oder? Was macht das? Komm, ich mach das. Wir haben ja... Im Zweifel haben wir ja noch ein paar Dinos. Aber mit dem Dino macht ja nicht nur mehr Spaß. Ich komme da eben auch vernünftig hoch.
wird natürlich jetzt Nacht. Das war klar, oder? Das war klar. So. Gib mal da mal ein. Das ist übrigens aus dem Hübschen vom letzten Mal geworden. Und der sieht richtig gut aus. Und so einen hoch wäre doch cool, ne? Mit einem vernünftigen Level. Das muss man... Aber die kann man ja nicht mit den anderen verpaaren. Leider. Mit wem war ich denn noch mal immer unterwegs? Mit wem war ich denn? War das Blue? Ich glaube, es war Blue, ne? Auf jeden Fall durch mich geprägt. Den nehme ich jetzt mal. Ich packe das Schild, was ich gerade gesehen habe, nochmal weg. Wo war ich das? Ich pack's jetzt einfach mal damit rein. Bauteile brauche ich jetzt auch gerade nicht. Das brauche ich sowieso nicht. Und die Schere kann ich auch mal eben hier lassen. Und dann wollen wir mal. Ich hoffe, ich finde den Weg. War das rechts oder links rum? War links rum, oder? Genau, links und dann links rum. Also. Da hinten lang. Ganz falsche Seite. Die Dino-Eier liegen da hinten immer noch. Ich glaube, die werden dafür immer liegen bleiben. Jetzt fällt mir nur ein, mit dem Dino kann ich halt nicht so viel Fleisch mitbringen. Aber das kann ich dann sonst auch noch später extra holen. Huch! Ja, die sind so schnell, dass man manchmal gar nicht so schnell gucken kann, ne? Ich weiß ja nicht, ob das so schlau ist, mit dem Dino dann nochmal runterzugehen alleine. Aber wir werden das später sehen, ob es schlau war. Auf jeden Fall richtig. An diese Stelle erinnere ich mich noch vom letzten Mal. Wir müssten bald da sein. Ja! Ich habe keine Fackel oder so mit, ne? Was brauchen wir für eine Fackel? Flint. Stein. Und gegen Baumheu vor sich zur Wanne. Jetzt brauche ich Fasern. Nee. Holz war richtig. Machen wir gleich mit zwei. So. Ja, so. Zack. Jetzt könnte es gleich wieder ein bisschen ruckeln. Ich hoffe übrigens, dass das generell wieder besser geworden ist. Wenn nicht, muss ich mal den Server checken lassen. Und den laufe ich jetzt einfach mal vorbei. Ich will mich nicht... Huch! Leck. Ich will mich jetzt nicht unnötig mit allem anlegen. Diese Leuchte. Die Dinos sind so cool. Noch Müll im Dino. So, ich hoffe, ich finde den Platz wieder. Aber wir haben ja beim letzten Mal Fackeln gesetzt. Und ich glaube, ich kenne den Weg mittlerweile. Zu dem... Was ist das?
Vorteil mit dem Dino, ne? Du bist schnell genug, um allem aus dem Weg zu gehen. Und ich feiere ja die Bären hier unten immer. Die sind so cool. Ah, ein roter Baby. Aber deswegen bin ich nicht hier. Und bleibt in der Dödi. Kann man jetzt gleich vielleicht einfach mal schön den Weg sehen. Zu dem Dino-Spot hier unten. Na, da ist die Fackel. Ich wollte gerade sagen, hier geht es doch irgendwo runter. Und ja, da ist der Spot. Gott. Das sind alles kleine. Was einerseits gut ist, sind nicht so schwer. Andererseits ist es schade, weil es die Wahrscheinlichkeit auf ein hohes Ei mindert. Zumindest wenn das echt so... Ich weiß gar nicht, ist das jetzt eigentlich so, dass die Eier auch so spawnen wie die Dinos? Also mir ist das zumindest bei Würfern auch immer aufgefallen und auch bei Dinos. Das ist eigentlich immer... Passt der Ort, der ist hübsch. So, die waren auch gerade nicht so hoch. So, hier oben habe ich alles aufgeräumt, ne? So, das letzte Mal war das Nest nämlich unten. Ich mache gerade oben sauber, bevor ich da klaue. Ob das Nest da ist, wo es letztes Mal war. Irgendwo hier. Irgendwo hier war das. Letztes Mal bin ich aber auch mit dem Agi einfach reingeflogen. Weil der hat mir ja vorher so ewig keine Suche da. Oh, nur ein 55er. Ich komme mich trotzdem nochmal um, ob hier noch ein neues Nest ist. Weil hier ist auch ein bisschen versteckt. Oh. Guck trotzdem noch mal eine Runde. Ich weiß, hier war ich schon. Ups. Ich muss mich immer noch ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, dass die so weit springen und sowas. Jetzt ist halt die Frage, brauchen die? Die brauchen wahrscheinlich sehr lange zum Respawnen. Mal einmal hier um die Ecke gucken. Hier. Oh, da sind sogar noch Dinos. Wäre ja schon mal ein bisschen besser. Da hinten leuchtet was Alpha-mäßiges. Eine Krabbe. Da lasse ich mal die Finger weg. Ja, mal gucken, ob hier ein Nest ist. Wenigstens, ne? Ich sollte umdrehen. Das wird mir zu heiß. Ja, aber dann ist es wahrscheinlich immer dasselbe. Das könnte gut das Nest vom letzten Mal sein. Das war bei den Wibbern ja auch schon immer so, dass die immer an derselben Stelle waren. Ne? Dann gibt es wahrscheinlich nur das eine Nest. Ja. Dann lass ich da am besten hoch. Oder auch nicht. Schade, das war jetzt nicht so die Ausbeute, die ich mir erhofft hatte. Gucken wir nochmal hier hinter.
Weil ich meine, hier wird es wahrscheinlich nur das Nest unten geben. Weil hier oben haben wir noch nie eins gesehen. Und das unten, das ist so schön versteckt, das können wir beim letzten Mal, beim ersten Mal quasi gut übersehen haben. Das habe ich ja später erst gesehen, als ich mal mit dem Agi rein bin. Ja, schade. Huch! Oh, jetzt sind da hohe bei. Jetzt. Ich hätte gern von dir ein Ei. Eine 140er. Wenn ich jetzt ein bisschen warte, spawnt dann da ein Ei. Man hat doch gemerkt, dass der ein bisschen besser ausgehalten hat. Der war doch noch ein dritter, ne? Der hängt hier. Und dieser Schaden, den man im Nachhinein noch kriegt, dieses Zucken, was da dann immer noch ist, das ist echt fies. Weil man immer denkt, man kriegt noch einen gewischt. So schnell. Doch, so schnell respawn die. Ja, geil. Oh, verdammt. Oh, ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Oh, oh, Hilfe. Das habe ich schon wieder gekriegt. Ich dachte, ich krieg noch einen. Ah, 90. Immerhin. Immerhin etwas besser als eben. Aber das ist ja cool, wenn die so schnell respawnen. Dann lohnt es sich ja echt vielleicht regelmäßiger zu gucken. Ich meine, jetzt für heute reicht mir das erstmal. Und dann kann ich demnächst vielleicht immer mal wieder gucken. Oder hier mal mir wirklich mal ein, zwei Stündchen Zeit nehmen und das immer wieder clearen und sammeln. Cool. Sehr cool, sehr cool. Hier war ja kein Nest, ne? Aber das ist so eine Stelle, da habe ich beim letzten Mal immer welche vermutet. Weil hier auch immer Dinos waren. Und weil das halt so versteckt ist. Und irgendwie niedlich, die Stelle. Ich meine, generell mit diesen Pilzen und so hat das ja was. Irgendwie Märchen hat das manchmal an manchen Stellen. Zumindest an denen, wo das so leuchtet, auch noch ist. Naja, auf jeden Fall werde ich beim nächsten Mal mehr darauf achten, dass ich wirklich, bevor ich mir das Ei schnappe, erst gucke, ob Dinos in der Nähe sind. Aber ich war so gehypt, dass da jetzt das Ei liegt. Und vielleicht ein bisschen gemerkt. Nee, hier ist falsch, oder? Ich muss weiter hoch. Mich verlaufen. Warte mal. Da sind die Fackeln. Warte mal, ich glaube in die falsche Richtung, oder? Nee, hier bin ich hergekommen. Hier bin ich hergekommen. Das geht nicht. Lass mich doch einfach in Ruhe, Karin. Muss ich doch hier lang? Ja, da ist eine Fackel. Gut, dass wir die beim letzten Mal gesetzt haben. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich 10 Stunden im Kreis laufen. Meine Ausdauer lässt nach. Da oben sind immer Ravager und Raptoren. Deshalb sollte ich erstmal ein bisschen Ausdauer regenerieren.
zum Glück beschäftigen sie sich immer mit den anderen. Dann kann ich hier ganz entspannen. Bye-bye. Totes Tech hier. Meine Fackel ist kaputt. Aber jetzt weiß ich auch, dass ich mit dem Dino hier auch ganz alleine, zumindest so weit, gehen kann und mir jetzt nicht so viel Sorgen machen muss. Ich glaube, schwierig wird es dann erst, wenn da irgendwie die Alpha-Krabben und sowas kommen. Ansonsten kann ich ja auch echt relativ easy abhauen. Ich kann überall hochklettern. Dieses Geräusch beim Laufen, das wird irgendwann ein bisschen nervig, aber irgendwie ist es auch süß. Das war ein langes Standbild. Das war ja fast wie auf Extinction. Aber da muss ja auch echt viel laden. Oh, es ist Nacht. Apropos Nacht, ich will immer noch Trudans ziehen. Muss ich irgendwann mal machen. Oh, Sternenhimmel. Ich kann euch ja gleich noch mal kurz ziehen. Deinen beiden neuen Haie zeigen. Da kann ich euch auch das Unterwassergehege weiter zeigen. Es ist zwar immer noch nicht ganz fertig, aber man sieht jetzt schon mal so ein bisschen, wie es dann aussehen wird. Ne? Das muss ja da sein, oder? Ja, da unten sind wir. Huch! Ist hier sonst noch irgendwas? Nö. Es wird gleich hell. Sehr gut. Viel Fleisch haben wir jetzt nicht im Gepäck, aber das fahre ich vielleicht auch dann besser mit dem anderen Tier. Ich nehme mal mit dem Dino regulär. Ja. Manchmal habe ich diesen Bug nach dem Absteigen. Dann muss ich nur noch mal hauen und dann geht's wieder. Das hier muss unbedingt noch besser gebaut werden. Wir brauchen hier vor allem Treppen, die so ins Wasser führen. Ja, doch da. Zick. Rohes Fleisch. Einmal abstellen. Der links kann aus, da ist auch nichts mehr. So, dann gucken wir mal. Ich bin gerade am überlegen, ob ich die Fackel in die Hand nehme. Ich glaube, ihr seht es besser, wenn ich einfach die Zeit mal ein bisschen. Umstelle. Guck mal. Ja, die sind jetzt auch jugendlich hier. Der Rot-Schwarze ist einer von den neuen. Der hat natürlich einen orangen Bauch. Ah, der wird kuscheln. Das kriegst du. Und den fand ich auch irgendwie cool. Also den konnte ich nicht. Dem konnte ich nichts tun. Den musste ich mitnehmen. Komm her. Den anderen geht's auch gut.
da hinten ist das hohe Männchen. Und das andere waren ja, soweit ich mich erinnere, alles Mädels, naja. Und daher ist das gar nicht so schwer. Dann sind wir nämlich mit dem Mate-Bus unterwegs. Guck mal, der ist auch richtig cool, ne? Ich muss mir für die noch Namen überlegen. Das hier ist ja so ein... ist komplett weiß, ne? Das ist echt cool. Ich weiß gar nicht, ob das eine Mutation ist oder ob das... Nö, hat er so geerbt. Aber finde ich ziemlich cool. Der hat halt nur diese beigen Streifen. Der backt so ein bisschen in der Wand. Aber der will eh spazieren. Das können wir mal eben machen. Spazieren, schwimmen. Und die beiden konnte ich nicht sterben lassen. Huch. Hat nicht gereicht. Aber ist auch egal, weil die werden ja von der Nanny geprägt. Dann brauchen wir das Ganze ja nicht. Die anderen sind jetzt übrigens bei... bei wie viel Prozent? 26. Also die brauchen noch ein bisschen. Ich glaube, ich muss den Server heute mal ein bisschen länger anlassen. Oder morgen mal ein bisschen eher anmachen, bevor ich draufgehe. Weil, sonst sind die in 3 Jahren noch nicht groß gefühlt. Die brauchen nämlich echt lange. Wir haben das hier auf 5 stehen und die brauchen trotzdem irgendwie, ich glaube, 18 Stunden oder so. Das ist schon heftig. Huch. So. Ich bringe den Dino jetzt mal zurück. Und dann werde ich mich auch für heute verabschieden. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat irgendjemand einen Tipp für mich wegen dem, ja, nicht bauen können in meiner Basis. Und ich werde mir im Notfall aber schon mal überlegen, wo ich stattdessen vielleicht baue. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt gerne wieder von vorne anfangen möchte. Vor allem, weil ich echt Bock hatte auf diese Herausforderung in der Stelle. Aber wenn ich da nichts reinbauen kann, dann macht das ja auch keinen Sinn, ne? Ich bleib wieder ein bisschen. Okay, jetzt geht Feierabend. Ja. Wie gesagt, für Tipps bin ich sehr, sehr dankbar. Es hat übrigens ein bisschen stolz, dass ich das geschafft habe. Mal eben gucken. Hallo. Ich hab's geschafft, die Extinction-Engramme freizuschalten. Danke nochmal an Cyrus. Es hat geklappt. Das war das erste Mal, dass ich irgendwas an irgendeiner Uni rumbasteln musste, quasi. Und, hey. Ich bin ein bisschen stolz, es hat geklappt. Danke aber nochmal für den Tipp und, danke im Voraus schon mal, falls irgendwer einen Rat für mich hat. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.